damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einer neuen Train Sim World Folge mit dem neuen Addon, welches wir uns heute anschauen wollen. Und zwar ist es das Addon, lasst mich raten, Rhein-Ruhr-Osten, Wuppertal-Hagen. Das Ganze ist gestern erschienen auf Steam für den Preis von 29,99 €. Zum Release konntet ihr noch ein paar Prozent sparen. Wir sind heute mit der S-Bahn unterwegs und ihr seht, wir fahren von Wuppertal nach Hagen auf der Linie S8 mit der Baureihe 422. Und soweit ist erstmal alles gesagt. Wir schauen uns das Ganze, wie gesagt, heute mal an. Ich hatte schon aufgenommen gehabt, allerdings war alles eine Nachtfolge. Man hat eigentlich so gut wie gar nichts gesehen. Deswegen dachte ich, okay, dann müssen wir jetzt noch eine Tagfolge mal aufnehmen und mal schauen, wie das Ganze aussieht. Denn auf den Bildern, naja, Transim World halt, ne? Es sieht mega nice aus. So, wir werden mal gucken, wann wir hier losfahren müssen. Ich glaube, wir können denn soweit. Deswegen würde ich sagen, schließen wir die Türen. Links verriegeln. Wir haben die PZB an, wir haben die SIFA an. Sollte jetzt eigentlich alles startklar sein, hoffentlich. Und probieren mal. Nein, wir sind immer noch nicht startklar. Aus irgendeinem Grund mag er da nicht. So, ist der Stromabnehmer denn überhaupt um? Ja, der ist oben. So. So, SIFA ist gedrückt. Aber wir rollen noch nicht. Es muss noch irgendwas sein. Was haben wir hier? Also Schlüssel hier oben steckt drin. Neutral. Ich habe gesagt, vorwärts. Jetzt geht's. So, nächster Halt ist Wuppertal Hauptbahnhof. Wir sind jetzt hier aktuell im Fahrplanmodus. Denn, ja, wie gesagt, die ältesten beiden Aufgaben, die wir hier haben, das sind Nachtaufgaben und das ist wirklich stockduster. Also ich habe mir das selbst nochmal angeschaut gehabt. Und, das ist natürlich, kann man so nicht lassen. So, man sieht jetzt doch deutlich mehr. Ach, das ist schön. Das sieht echt hübsch aus. So, na dann. Links entriegeln. Lass mal die Fahrgäste hier einsteigen. Ja, und da sehen wir auch schon so ein bisschen, wie die ganze Optik so aussieht. Und es ist wirklich, wirklich hübsch. Also Transim World hat wirklich diesen Kniff gefunden zwischen optisches Highlight und Performance. Das sind wirklich zwei verschiedene Sachen, ja, die aber hier wirklich richtig gut zusammentreffen. Und das muss man mal sagen. Ja. Ich habe extra den Ton lauter gemacht. Ich hoffe, ihr versteht das Ganze auch. Ja. Ich versuche halt auch nicht so viel zu quatschen, ja, da das ja oft immer kritisiert wird, wenn ich neue Sachen zeige, dass ich halt immer permanent wohl zu viel quatschen. Und von daher versuche ich hier halt auch mal ein bisschen ruhiger zu sein. Denn so, los geht's, weiter. Ja, natürlich gibt es hier auch wieder Sachen, die man hier entdecken kann. Könnt natürlich wieder auf den Bahnhöfen rumlaufen, könnt hier wieder Fahrpläne aufhängen und alles sowas. Ne? Also das kennen wir ja alles. Also im Großen und Ganzen spielt sich das genauso geil wie sonst halt auch immer. Ja? Also ich finde halt Transim World ist wirklich eine richtig, richtig hübsche Simulation. Auch für PlayStation und der Xbox dürfte das Ganze jetzt ja wohl erschienen sein.
Ich hoffe, dass es da auch nur 29,99 kostet, dass da Sony und Xbox da sich nicht noch zufällig extra Geld noch in die Taschen hauen. Ist ja bei Sony immer so ein bisschen mal fragwürdig, dass sie da immer noch irgendwelche Prozente haben wollen. So ein bisschen wie bei Steam und sowas, aber da bleibt das Ganze bei 29,99. Also solltet ihr den Transom World dort haben, könnt ihr die neue Strecke womöglich jetzt auch schon spielen. So, SIFA bestätigen, wie gesagt, PCB ist an, SIFA ist an. So, rechts ist Riegeln, das können wir natürlich hier auch hier über die Tasten machen, ne? Können wir die Türen natürlich auch entriegeln. Ja, was ist dabei? Also wir haben hier, wie gesagt, die Baureihe 422 dabei. Wir haben einen Güterzug dabei. Ich habe auch gesehen, wir können hier sogar mit dem Taurus langfahren. Also solltet ihr den DLC haben, wo der Taurus dabei, also wo ihr den Taurus gekauft habt, dann könnt ihr somit hier auch fahren. Dann müssen wir uns alles mal anschauen. So, jetzt können wir hier die Türen schließen. Passt, läuft. Wunderschön. Uhr, ja, da sind wir da schon wieder viel zu spät hier. Aber es lag auch daran, weil es gerade zum Start so ein paar Sachen gab, die jetzt irgendwie nicht so wollten, wie ich wollte. Ist ja nichts Neues bei mir hier. So, nächste halt Wuppertal-Barmen-Bahnsteig. 4. Wie gesagt, die ersten beiden Aufgaben, die waren halt wirklich, also die sind mega duster. Deswegen, ich habe die Folge zwar online gestellt und so, ja, und also wollte sie online stellen, habe es dann aber nochmal, ja, dümpelt als privat rum. Das ist halt eine Aufgabe gewesen, wo halt wieder Unwetter ist. Kannte man aus der anderen Strecke von Hagen. Da gab es auch so eine Aufgabe mit Unwetter. Und genau das gleiche war es jetzt hier auch gewesen. So, wie gut das einfach aussieht, ja. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Wir können natürlich ja uns hier auch wieder bewegen, ne? Hier könnt ihr mal euch mal zum Beispiel die Bahn von innen anschauen. Alter, das sieht doch schon wirklich edel aus. Also, da kann man absolut nichts gegen sagen. Das ist schon wirklich. Machen wir schnell noch einen Screenshot davon. Wir sollten uns ein bisschen beeilen, da wir schon zu spät sind. Muss auch sagen, ich habe vorher noch nie irgendwie mal den Fahrplanmodus getestet. Man kriegt ja jetzt sogar hier auch irgendwelche Punkte, die man hier sammeln kann. Finde ich eigentlich eine relativ coole Sache. Es gibt wohl noch die S9, aber die scheint sehr, sehr kurz zu sein hier, die S9. Die man zumindest hier im Spiel spielen kann.
das Bauhaus. Ja, es sieht tagsüber natürlich deutlich, deutlich anders aus. Wie gesagt, du hast eigentlich in diesen Nachtaufgaben hast du rein gar nichts gesehen hier. So, Wuppertal Oberbarmen. Türen auf. Weil ich sie erstmal soweit bestätige, mit 60 dürfen wir jetzt hier gleich weiterfahren. Wow, keine Zwangsbremsung. Beim ersten Durchgang hatte ich hier eine Zwangsbremsung kassiert. Traumhaft. Aber es war auch nachts gewesen. Ne? Also, dies will immer alles nicht so, wie man sich das immer so erhofft. Das Fahrzeug ist auch wirklich, wirklich hübsch geworden. Ne? Also ich finde, die S-Bahn, die sieht schon echt nice aus. Ja. Von bestätigen. So, Wuppertal Langerfeld. Was war denn hier? Was ist denn hier? Ah, drücke, um das Szenario Frachtumleitung zu beginnen. Ah, okay, wir können sogar im freien Spiel können wir sogar uns Aufgaben anschauen. Das ist natürlich eine coole Sache. Wollen wir aber nicht. Tür bleibt sogar offen, ja? Ist ja Wahnsinn. Ja, nächster Halt Schwelm West. Ausstieg auf der linken Seite.
So. Alles aussteigen. Ja, wenn ihr natürlich aus Wuppertal kommt, ne, und ihr erkennt hier irgendwas wieder, könnt ihr gerne mal so in die Kommentare posten, ob ihr wieder was oder ob ihr was wiedererkannt habt. Würde mich immer mal interessieren, denn das wäre eine coole Sache, wenn es hier so noch auch noch so ein Berlin-Add-on gibt. Warum Berlin? Immer Berlin, ich weiß. Ich höre immer nur immer Berlin. Aber das wäre eine coole Sache. Und dann das mit der coolen Performance, ey, das läuft richtig gut, ja. Also kann ich nicht oft genug betonen. So, machen wir mal die Fahrgäste hier einsteigen lassen. Ja, wie gesagt, hier sind irgendwo hier. Das sind die Fahrpläne, die ihr aufhängen müsst. Sehen wir, ne? Wuppertal nach Hagen. Also wenn ihr irgendwo so eine weißen Bretter hier findet, dann ja, wisst ihr Bescheid. Also alle Türen müssen nicht offen sein, das ist dann doch ein bisschen frisch hier. So in etwa müsst ihr euch das vorstellen. So viel hat man gesehen. Einfach rein gar nichts. Also es ist wirklich hübsch geworden. Das ist hübsch. Das ist ein schönes Add-on. Wie gesagt, ob es jetzt natürlich 1:1 jetzt, hinpasst, ne, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Dafür kenne ich einfach Wuppertal viel zu wenig. Um zu sagen, ob das jetzt so stimmt, aber es sieht halt wirklich realistisch aus. Aber es waren auch schon die anderen Add-ons, da musste man einfach sagen, dass das schon echt immer gut gebaut war. Wirkte halt alles wirklich, wirklich toll platziert halt auch. Und die Fahrzeuge, die wir natürlich immer mitgeliefert bekommen, die haben es natürlich auch schon, ne? Also die sind halt auch schon perfekt. So, nächster Halt, Gevelsberg West. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. Aber mit der PCB müssen wir aufpassen.
Wir hauen uns mal hier schnell eine Zwangsbremse rein. Und die Siefer natürlich auch, ja. Da müssen wir überall aufpassen. Und da sind wir auch schon. Natürlich hier die Türen auf und zu machen. Sonnenblende ein bisschen runter und hoch machen. Also das klappt hier auch. Sonst, wie gesagt, können wir uns hier natürlich frei bewegen. Haben natürlich die Möglichkeit, an alle Knöpfe hier fast zu drehen, die es gibt. Hier unten sehe ich gerade, da kann man zum Beispiel nicht drücken. Wo ist das Telefon hin? Hier wird auch das Telefon, oder? Mysteriös. Okay, lass mal einsteigen. Keine Zeit verlieren hier. So, nächster Halt, Giebelsberg Kipp. So, Türe auf. Ja, passt. Jetzt wohnen aber drinne. Wenn das nicht hübsch ist, dann weiß ich auch nicht. Sieht echt, echt gut aus. Ja, vielleicht könnt ihr noch ein paar Prozent sparen, indem ihr das Ganze zum Beispiel auf gamesplanet.com euch oder gamesplanet.de kauft. Die haben ja immer so ein bisschen Prozente auf Simulatoren und Add-ons. Da müsst ihr mal vorbeischauen. Falls euch das Ganze jetzt natürlich interessiert, dann joa, könnt ihr gerne mal in die Kommentare posten. Ich selbst habe noch keinen Link oder sowas, den ich euch hier präsentieren kann. Aber wie gesagt, also das, was ich jetzt auf jeden Fall hier so sehe, nachts wirklich gar nichts gesehen, da konnte man natürlich jetzt wirklich gar nichts bewerten groß, aber wenn ich das jetzt so tagsüber so sehe, muss ich schon sagen, ey, das ist schon wirklich hübsch geworden. Ja, weiß man dann, warum ich persönlich denn
noch den Transom World schon sehr mag. Also das ist halt wirklich dieses Zusammenspiel zwischen gutem Aussehen und Performance. Und das haben die hier irgendwie rausbekommen, oder sowas, die geheime Formel, sollen sie mal weitergeben. Oh. Das war jetzt gerade ein bisschen knapp. Aber alles gut. Stehen nur ein bisschen drüber. Das funktioniert schon. Eins ist, was natürlich schau war, in der ersten Aufnahme, die ich drin hatte, das war der Regen. Ey, das sieht so hübsch aus, auch wenn es regnet. Ey, mein Gott, ich bin hier immer nur irgendwie am hübsch sagen und sowas. Ja. Aber was anderes kann man an dieser Stelle einfach nicht sagen. Vielleicht was ein bisschen nervt, ja, aber das kann man abschalten. Es sind hinten diese ganzen Zeichen hier, dass die nicht so auf der Karte so riesig zu sehen sind. Ja. Wenn man zum Beispiel jetzt hier die F1-Taste drückt, ne, dann ist komplett hart weg. Ja, so kann man natürlich auch fahren. Was ein bisschen schade ist hier in dem Addon, muss ich sagen, sind, dass wieder mal die Ansagen irgendwie so ein bisschen fehlt. Ich weiß nicht, ob die das nicht dürfen hier von Dovetail Games. Vielleicht gibt es da noch irgendwann mal eine Mod zu oder sowas, dass man sich hier zumindest Ansagen irgendwie abspielen lassen kann. Weil das, also wenn es ein OMSI möglich ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei Zugsimulatoren nicht möglich sein sollte. Und wenn man es halt nicht die Originalen nimmt, ja, dann kann man doch so irgendwie ein bisschen sich was einfallen lassen. So. Und wenn man da eine Computerstimme spricht. Es war blöd, natürlich. Aber das ist so, zum Beispiel mal, was mir persönlich immer ein bisschen sehr fehlt in den ganzen Add-ons. Ob es jetzt so der Train-Simulator ist oder Train-Sim World ist. Ja. So, nächste halt Gebelsberg knapp. Die Namen sind auch hier sehr einfallsreich. Knipp und knapp und. So, Türe auf. So. Oh Gott, da fliege. Ja, also es ist schon. Das ist schon hübsch, 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 hübsch. Hier schreiben wir hier. Aha, aha. Ich bin das so gewöhnt, dass ich das halt mit irgendwelchen Tasten irgendwie aktiviere auf der Tastatur so, ja. Damit kannst du das hier alles wunderschön hier jetzt einstellen. So, nächster halt Hagen Westerbauer.
So in etwa weiß ich gar nicht, wie viele Haltestellen jetzt noch kommen. Also die Aufgabe irgendwas, die dauerte so irgendwas mit 30, 40 Minuten oder sowas, die ich jetzt zuerst aufgenommen hatte. So in der Regel. Und ich glaube, das war auch die komplette Linie, die man da schon abgefahren ist. Also ich denke mal, auch so wird sich das hier in der Regel so einpendeln. So, nächste Halt, Hagen, Heubing. Ja. Wir können sogar hier mit einer Regionalbahn fahren, habe ich gesehen. Also es ist nicht nur S-Bahn, sondern auf eine Regionalbahn geht. So, nächste Halt, Hagen, Weringhausen. Oh nein, da kam sie, unsere Zwangsbremsung. Es ist zu lang, einfach zu gut gegangen. Ja, danke. So, PCB frei. Ja, das war jetzt. Vielen Dank, liebe PCB. Als ob da hinten irgendwas brennt oder was war im Wald? Oben auf dem Berg?
Ach ja. Und die nächste Zwangsbremsung kommt gleich hinterher. Bin natürlich schneller als 45 km/h gefahren. Und das geht doch nicht. Ja. Wir haben es verstanden. Jetzt läuft gerade alles schief. So. Nochmal. Jetzt ein bisschen Lack hier. Ja, in der PZB muss ich mich immer noch gewöhnen. Das ist immer noch nicht im Fleisch und Blut übergegangen. Das ist immer noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Oh, hier dürfen wir nur 40. Nicht gerade. Oder hier wird auf jeden Fall 40 angekündigt. Diese Zwangsbremsung. Ach man, dachte ich mir, wir kommen hier gut durch. Nein, nichts da. Sogar der 1000 Hertz Melder an. So, nächster Halt ist Hagen. Ich glaube, wir haben die Endhaltestelle dann erreicht hier. Deswegen geht es gerade so langsam Richtung. Und damit haben wir den Hagen erreicht. So, jetzt springt der 500 Herzmelder an. So, da können wir sogar beide entriegeln lassen. Damit sind wir in Hagen angekommen. Ja, also, achso, hier ist ein Schornstein. Alles klar, alles klar. Also, was soll ich sagen? Ich finde, das Addon ist wirklich gut gelungen. Das macht Spaß, hier nochmal rumzufahren. Ich denke mal, das werde ich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen öfter tatsächlich tun. Wie gesagt, PZB, BSIFA und alles sowas funktioniert ja auch in Trains and World. 30 Euro, finde ich, ist mehr als gerechtfertigt. Und damit, so, haben wir die Nachbesprechung und leveln jetzt noch so ein bisschen auf. Ja, also an sich gibt es hier wirklich nichts zu bemängeln. Es fährt sich halt toll. Wie gesagt, wir haben hier schöne Bahnsteige dabei gewesen. Ich glaube, man konnte auch viel erkennen, wenn man die Orte natürlich kennt. Wie gesagt, sollte euch irgendwas Spezielles aufgefallen sein, dann könnt ihr das gerne hier in die Kommentare posten. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und sonst, ja, bin ich mal gespannt, was wir uns hier noch so anschauen werden hier von Trains in World, hier von dem neuen Addon. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, dann ja,
auf jeden Fall nächstes Mal wieder einschalten hier in, ja, Trends and World hier auf ÖPNV-Simulation. Damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Damit ciao, tschüss.